Bei der Auswahl des Samenspenders ist besonders auf die Blutgruppe zu achten und dass ein Blutgruppenabgleich gemacht wird zwischen dem Spender und dem sozialen Vater. Hier ist es vor allem wichtig, dass Spender und sozialer Vater die gleiche Blutgruppe haben, um praktisch das Abbild zu schaffen, dass ein gemeinschaftliches Kind hätte zwischen den sozialen Eltern. Dies ist dann interessant, wenn sich das Paar vor allen Dingen noch nicht sicher ist, inwieweit es offen mit dieser Samenspende umgehen möchte. Ein anderer Punkt ist, dass in diesem Fall auch dem sozialen Vater die Chance einberäumt wird, gegebenenfalls Blut spenden zu können für das Kind.